alle Engelsspiele auch mit. Wo war da gerade die Hofe? Haben wir mal vorher hier drin. Das erste FC Köln. Ich habe die Mannschaftsaufstellung hier vor mir liegen. Ich kann schon mal so ein paar leckere Namen verraten, die jeder von uns noch kennt. Unter anderem werden auflaufen Karl-Heinz Thielen, Wolfgang Grobrath, Stefan Engels und noch einige mehr. Die genaue Mannschaftsaufstellung gebe ich gleich noch bekannt, wenn die Mannschaften auf den Platz kommen. Ich möchte hier vorab nochmal halt eben einen großen Dank aussprechen an die beste Unterstützung, die wir uns vom SV Auweiler wünschen können, durch durch die SPD-Abgeordnete Donata Reinecke. Sie ist Mitglied des Landtages und hat es uns ermöglicht, durch eine großzügige finanzielle Spende dieses Spiel heute überhaupt nicht zu organisieren, beziehungsweise alles auf die Beine zu stellen. Frau Reinecke wird auch gleich unten am Fußballplatz den Anstoß ausführen. Sie wird unserem ersten Vorsitzenden, Herrn Mike Birkholz, einen Scheck in Höhe von sage und schreibe 5.000 D-Mark überreichen, der zugutekommt dem SV Auweiler Esch für den Bau des Jugendheimes, was geplant ist und wo wir auch schon in weiten Schritten voranlaufen, dass der Bauantrag und sowas schon genehmigt und eingereicht ist. Der Anstoß erfolgt in circa 10 Minuten. Gepfiffen wird das Spiel von unserem FIFA-Schiedsrichter und Vereinsschiedsrichter Jürgen Aus. An der Linie stehen Roland Held und Frank Kostmann heißt der Mann. Ich gebe hier schon mal die Mannschaftsaufstellung der Gäste bekannt. Die Altinternationalen spielen mit der Nummer 1 Dieter Ganz, mit der Nummer 2 Matthias Hönerbach, mit der Nummer 3 Herbert Hein, mit der Nummer 4 Gerd Strack, mit der Nummer 5 Roland Gerber, mit der Nummer 6 Armin Görz, mit der Nummer 7 Karl-Heinz Thielen, mit der Nummer 8 Jürgen Glowacz, mit der Nummer 9 Stefan Engels, mit der Nummer 10, die wir es nicht anders kennen, Wolfgang Overath, mit der Nummer 11 Karl-Heinz Mühlrath, mit der Nummer 12 Peter Six, mit der Nummer 13 Manfred Kreis, mit der Nummer 14 Hubert Martin. Auch anwesend auf dem Platz, habe ich vorhin schon gesehen, ist der altinternationale Bernd Kuhlmann, heute nur als Zuschauer. Gemanagt wird das All-Star-Team, wenn ich es mal bitte so nennen darf, oder besser gesagt die Altinternationalen, durch den Manager Fred Kötz. Der sportliche Leiter ist Wolfgang Weber und der Masseur ist Pericles Philippon. SV Auweiler Esch spielt mit der Nummer 1. Karl-Heinz Grünenwald, mit der Nummer 2, Ulrich Lübschen, mit der Nummer 3, Stefan Mauer, mit der Nummer 4, Franki, mit der Nummer 5, Michael Strauch, mit der Nummer 6, Hopschul, mit der Nummer 7, Norbert Fedor, mit der Nummer 8, Dünkhove, Bühlhofe, Entschuldigung, mit der Nummer 9, Josef Schweder, mit der Nummer 10, Clemens Schwarzer, mit der Nummer 11, Manfred Schneider, mit der Nummer 13, Siegfried Herzig, mit der Nummer 14, Peter Jausel, mit der Nummer 15, Rolf Brinkmann. Das war Eller? Ja. Da war es schon irgendwie Hochstar. Der Leek, der Martin Kurz und der Philipp Litzenroth. So, die Mannschaften stellen sich nochmal auf vom SV Auweiler für ein Mannschaftsfoto. Verlage für unser Clubheimat vielleicht aufgrund dieses Ereignisses hier nochmal mal steht, wenn wir auch ein Mannschaftsfoto von unseren Gästen bekommen können. Unser erster Vorsitzender, mein Biergold, muss die Frau Reinecke so lange noch behalten, bis die Mannschaftsfotos und was gemacht wird. Außerdem hat die Frau Reinecke besprochen, dass sie heute etwas länger für uns sein hat. Ich kann mal sagen, dass Frau Reinecke und Hoffmann so das Thema auch nicht ist. Vor dem Spiel heute haben wir von der Vorstellung der Stadt auch ein Spende in Höhe von 300 Euro erhalten. Vielen Dank dafür. Noch eine Durchsage für das Schiedsrichtergespann. Aufgrund der Wettersituation ist es mal super Sonne, aber es wird in Jahreszeit doch schon etwas eher dunkel. Wir haben uns geeinigt in Absprache, dass dadurch, dass das Fußball hat das abgeklärt, Herr Kahner,
gespielt wird hier heute nur zweimal 35 Minuten und dann zweimal 45 Minuten. So, wenn die Mannschaften so wackeln, die Spieler einigermaßen wackeln, dann möchte ich jetzt als Spieler gespannt sehen, dass die Mannschaften am Mittelkreis Der offizielle Teil ist schon beendet. Freuen Sie sich mit mir gemeinsam auf ein super Spiel. Erster, der SV Auweiler Hess gegen die Altinternationale des ersten FC Köln. Sobald der Schiedsrichter dafür ist, eher dürfen Sie nicht. Wunderbar, der Ball muss nach vorne gespielt werden. Möchte ich nach Teil und Zeit auf Fußball vom SV Auweiler Hess noch einmal bitte zu mir bitten.
Jawohl, Herbert, geh mit. Gut so. Ich bin der Bibel.
Hallo. Yeah.
Vereins durch einen Strafstoß und Rückführung Jürgen Kolleit. Die Nummer 15, Rolf Brinkmann und Paul Hürn nach Kommissionsrechten sind die Beispiele. Das zeigt mir seine Rückennummer nicht. Die Nummer 9, Jürgen Schröder. Bei diesem letzten habe ich leider das Tor verpasst. Auf jeden Fall steht es 5:1 für die Altinternationalen des 1. FC Köln. Der Torschütze wieder wie bei Jürgen Kovac. Das war aber nicht nötig. Und da haben wir dann 8:2. Torschütze für die Altinternationalen. Mein Gott, könnt ihr euch nur mit dem Spiel. Bitte Nummer 10, Wolfgang. Das war der Schütze meines tollen Spiels. Das Spiel endete 8:2 für die Altinternationalen des 1. FC Köln. Wir haben tolle Tore gesehen, wir haben ein tolles Match gesehen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank an das Schiedsrichtergespann unter der Leitung von Jürgen Aus. Ich hoffe, wir haben ein tolles Spiel gesehen, liebe Zuschauer. Und es war ein schöner, interessanter Fußballnachmittag für Sie. Kommen Sie gut nach Hause und besuchen Sie auch mal unsere erste Mannschaft, wenn wir zu Hause spielen. Danke und einen guten Heimweg. Auf Wiedersehen.